Gentlemen, you've had your instructions in the dressing room. You know what I expect of you. Touch gloves. Good luck to you both. Touch gloves. Touch gloves. Bisschen ungelenk hier, diese Touch-Gloves-Geste. Kurz vor Beginn des Kampfes zwischen Pulev in der roten Hose und Alexander the Great Ustinov. The Great wahrscheinlich wohl nicht wegen der Körpergröße, aber weil er bisher auch mit 27 Kämpfen und 27 Siegen einen sehr guten Eindruck in den internationalen Boxringen gemacht hat. Ungeschlagen bisher auch Pulev und im Schwergewicht 16 Kämpfe, 16 Siege. Können Sie kaum unter den Klitschkos, muss man ja immer dazu sagen, was Besseres sehen als diese Paarung, bei der es um sehr, sehr viel geht. Nicht nur um den Europameistertitel, nicht nur um den zu vernachlässigenden Interkontinentalgürtel, wie das so schön heißt, der IBF, sondern vor allem um den Weltranglistenplatz Nummer 1 und damit um die Herausfordererrolle gegenüber Wladimir Klitschko. Das ist allemal ein lohnendes Ziel. Schon in den Anfangssekunden ist zu sehen, wie dieser Kampf wahrscheinlich laufen wird. Ustinov ein bisschen statisch. Eine mächtige Statur mit 135 Kilogramm, 138 Kilogramm, sogar 25 schwerer als Pulev, der 113 auf die Waage bringt. Versucht, Druck aufzubauen mit wuchtigen Schlägen, mit seiner Physis von der Ringmitte aus dominieren. Und Pulev muss sehen, dass er auf seinen für das Schwergewicht wirklich schnellen Beinen unterwegs ist, sich entzieht, die Distanz verlängert, immer in Bewegung ist und den Russen, der in Weißrussland lebt und hier mit der weißrussischen Fahne einmarschiert ist, in Minsk zu Hause ständig beschäftigt und zum Arbeiten bringt. Mit links angeschoben durch den ehemaligen Kickboxer, der überhaupt erst seit 2005 auch das Handwerk des Boxers ausübt. Bis Ende 2007 auch noch bei Martial Arts Kämpfen, bei sogenannten K1 Veranstaltungen erfolgreich aufgetreten ist. Und dessen ganzer Vorteil vor allen Dingen seine ungeheure Physis und seine Schlagstärke in der Rechten ist. Technisch viel besser ausgebildet, Kubrat Pulev, der aber aufpassen muss, dass er nicht in einen solchen Schlag einmal hineinläuft. Die Schwierigkeit für Pulev wird sein, dass er gelegentlich dann eben doch in die nähere Distanz muss, um eigene Schlagwirkung entfalten zu können. So wie jetzt mit der linken, gut vorbereitet. Dieser Angriff, der dann unterbunden wird. Sie wollen das möglichst vermeiden, dass sich Ustinov auf ihn auflegt mit seinem größeren Körpergewicht, denn das kostet viel Kraft. Und wenn seine Rechte vorbeigeht, ja, ausweichen, dann kannst du mit dem linken Haken antworten. Und ruhig die Rechte öfter bringen, gerade und dann um. So kam schon. Jawohl, so weiter bewegen, immer wieder mal zum Körper. Ja, immer wieder mal unten rein. Ja, und er muss schlagen, Huber. Immer provozieren. Ja, er muss schlagen, er muss arbeiten. Tief atmen, ganz tief. Ganz tief atmen, auch wenn du noch nicht brauchst. Ganz tief. Das war mal gut, der Vorwärtsdrang von Ustinov mit der linken Führhand, mit dem Jab. Gut gebremst durch Pulev.
der sich die erste Runde gesichert haben sollte. Sein Trainer Otto Ramin ist zufrieden gewesen mit dem, was er von seinem Schützling gesehen hat. Der als Ringfuchs gilt, als großer Taktiker, als jemand, der sich einen Gegner genau ausspähen kann und dann weiß, wie er anzutreten hat. Die ganze Erfahrung von über 250 Amateurfights liegt natürlich hier dann auch mit im Ring bei Kubrat Pulev, der 2008 als Amateur Europameister in Liverpool geworden ist. Gute Linke jetzt mal von Ustinov, der sich dann allerdings gleich einen Konter von Pulev fängt. Hat schon eine kleine Schramme auf der linken Backe. Alexander Ustinov. Gute Maitbewegungen von Pulev. Man sieht schon gut, wer hier der besser ausgebildete Boxer ist. Aber er darf sich nicht stellen lassen in der Ecke. Und er muss immer wieder versuchen, rauszugehen aus diesen gefährlichen Situationen gegen den Mann, der bei den Klitschkos bei K2 unter Vertrag steht. Von Vitali nach einem Sparring überredet es doch mal, ernsthafter mit dem Boxen zu probieren. Und er hat sich in der Weltrangliste weit nach oben gekämpft. Bisher macht Pulev das gut. Und er ist einfach schneller. Dieser blitzartige Angriff, dieses Rein-Raus, was sie trainiert haben in der Halle in Berlin-Marzahn, das hat er hier schon einige Male sehr gut gezeigt. Der Fokus liegt eigentlich auf der zweiten Hälfte des Kampfes. Man glaubt, dass es hier über die gesamte Distanz gehen könnte. Ustinov, wie gesagt, mit 21 K.O.-Siegen bei 27 Erfolgen insgesamt. Aber gegen namhafte Konkurrenz, gegen Monte Barrett zum Beispiel oder auch gegen Paolo Vidos, hat er immer die gesamte Distanz und den Punktsieg gebraucht. Nase blutet bei Ustinov. Klopfsignal für die letzten Sekunden dieser zweiten Runde, die ebenfalls an Pulev gegangen sein sollte. Sascha, bereite nichts vor. Also mit der linken setzt du an und dann sofort mit der rechten. Sascha, hörst du mich? Er sticht ihn einfach raus. Du stehst so. Sascha, du verlierst. Sascha, du musst mit den Händen arbeiten. Stell dich einfach auf die Füße. Ein bisschen auf den rechten Fuß das Gewicht verlagern. Ganz schnell. Dann geh mit den Händen. Sofort mit der rechten nach. Mit dem linken Fuß musst du ins Zentrum gehen. Und dann zuschlagen. Gut, Sascha. Pass auf. Die besseren Aktionen in der zweiten Runde bei Kubrat Pulev. Und das hat auch sein Trainer natürlich registriert, der Trainer von Alexander Ustinov, Wladimir Saziran. Seit 11 Jahren ist er der erste und einzige Coach, wie uns Alexander Ustinov noch mit einem Lächeln im Gesicht am Tag vor dem Kampf erzählt hat. Er hat ihn auch schon bei den Kickboxern betreut und ist jetzt sein Boxcoach. Da kommt die Rechte, gut abgeblockt von Pulev. Der natürlich rechts rausgehen muss, um nicht in die Schlaghand hineinzulaufen von Ustinov. Das ist ein gewisses Problem bei Pulev, weil er es eigentlich liebt, links herum zu gehen. Otto Ramin, sein Trainer, hat ihn darauf immer wieder hingewiesen, dass das eine Gefahr ist, an die er denken muss. Da muss er fix sein im Ring und richtig schalten. Gute Rechte, gut vorbereitet. Das ist besseres Boxen vom bulgarischen Ex-Europameister.
Bei den Amateuren Ex, ansonsten natürlich bei den Profis der Titelträger. Keine lange Vorbereitung ist eben angemahnt worden. Er soll die linke einmal reinschieben und dann die rechte gleich mitnehmen. Die Schlaghand Alexander Ustinov. Aber er ist ein bisschen langsam auf den Beinen und schluckt einen Jab nach dem anderen. Wieder eine gute Aktion. Oh, jetzt muss er aufpassen. Da ist er erwischt worden. Am Kinn, kleine Unaufmerksamkeit. Da kannst du x-mal der bessere Boxer sein. Wenn du in so ein Ding hineinläufst, wie Kubrat Pulev gerade. In diese Rechte, die er schlucken musste zum Kinn von Alexander Ustinov, dann kann mit einem Schlag im wahrsten Sinne des Wortes alles vorbei sein. Das ist ja auch immer wieder die besondere Faszination des Schwergewichts, der Königsklasse des Boxens. Ermahnung vom englischen Referee Phil Edwards aus Lancashire, mit den Köpfen aufzupassen. Wieder eine Rechte von Ustinov. Zu Beginn der Runde die besseren Aktionen von Pulev, aber ein, zwei Treffer auch von Ustinov. Bin gespannt, was Otto Ramin seinem Schützling zu sagen hat. Ja, die bleibt zum Sperren oben. Tief. Und immer wieder gerade anfangen. Hörst du? Anfangen immer wieder und die linke gerade muss immer wieder drin sein. Kuban und dann wieder wechseln, Körper. Die waren super, die drei linken Hände. Immer wieder damit zufrieden sein. Ustinov, I punch. Ja. Immer wieder die linke gerade rein. Und aber selbst oben zumachen. Käferblut. Das ist genau der Schlag, den Otto Ramin jetzt in der Ringpause noch mal gefordert hat. Die linke gerade, aber da muss er natürlich aufpassen und danach sofort wieder rausgehen und die Distanz verlängern, um sich nicht ein solches Ding zu fangen, wie gerade eben abgefeuert von Alexander Ustinov. Der ist in seiner Kickbox-Karriere auch schon mal zu Boden gegangen, hat auch schon mal einen Kampf durch K.O. verloren. Wurde dann allerdings im Nachhinein wieder annulliert, sodass seine Bilanz insgesamt da sauber ist. 53 Siege bei 64 Kickboxkämpfen. Und die Profibilanz sei noch mal erwähnt. 27 Kämpfe, 27 Siege, 21 durch K.O. Also, Kubrat Pulev, genannt die Cobra. Weil er so schnell zubeißen kann, weil er so giftig sein kann, tut gut daran, weiter aufzupassen. Trennkommando nicht beachtet, mahnt Phil Edwards an, aber er mahnt auch an, dass er sich rumgedreht hat und sich abgewandt hat. Wieder diese gute Linke von Pulev, die kommen muss. Nochmal, nochmal. Und Sie sehen auch bei Ustinov, dass er seine Linke, seine Führhand, erstens kaum einsetzt und sie zweitens sehr tief hängen lässt oft. Natürlich auch, um Pulev so ein bisschen in sich hineinzuziehen, um ihn dazu zu verleiten, nach vorn zu stürmen und ihn dann mit der Rechten abzukontern. Die Linke bei Ustinov jetzt mal als eine Art Doppeljab gebracht, aber jetzt auch wieder nur rausgesteckt und geschoben. Also, der deutlich bessere Boxer ist Kubrat Pulev aus Bulgarien, in Berlin trainierend. Aber er muss aufpassen, dass er nicht Kravum vielleicht mal doch erwischt wird
von Alexander the Great, dem 2,2 Meter großen, 8 cm größeren Boxer aus Weißrussland mit dem russischen Pass. Mehr Spuren auf jeden Fall hat der Kampf bisher im Gesicht von Alexander Ustinov hinterlassen. Wieder eine gute Linke von Kubrat Pulev, der hier wirklich seine Schnelligkeit, seine Beweglichkeitsvorteile ausspielt bisher in diesen vier Runden. Ein-, zweimal leicht unaufmerksam war, aber das passiert natürlich beim Boxen. Auch in dieser vierten Runde ist Pulev der bessere Boxer gewesen, Henry Maske. Aber trotzdem muss er aufpassen, oder? Ja, ich habe die Szene aus der vorletzten Runde relativ nah am Anfang, die doch zeigt, wie Ustinov doch ziemlich robust ist, wo es ihm dann von der Physis her auch möglich ist, ja, Pulev in Gefahr zu bringen, ihn auch zu verunsichern. Und die Hände sind nicht schön, das wurde mehrfach besprochen. Wenn jemand ja, erst relativ spät zum wirklichen Boxen kommt, merkt man den Unterschied. Ein normaler Boxer wird in der Lage sein, wie Pulev auch Qualitäten anzubieten. Aber hier bringt Pulev, und das ist eigentlich nur das Ziel, gerade in den ersten Runden, über schnelle Hände. Einzelne, man hat gesehen, er sucht es über diesen Schlaghand, Cross und die Führungshand. Das muss sein Ziel sein. Und dann vielleicht in der zweiten Hälfte des Kampfes, wenn die ganze Sache etwas dünner wird, wenn Ustinov konditionell abbaut, dass er dann mit schnellen, harten Händen dann möglicherweise sogar ein Ende findet. Das ist bisher von Kubrat Pulev ein taktisch gut geführter und auch attraktiver Schwergewichtskampf gegen einen Mann mit ziemlich deutlich zu sehenden körperlichen Vorteilen ist er der technisch beschlagenere, der besser ausgebildete Boxer gewesen. Und er muss versuchen, diese Linie beizubehalten, die Konzentration hochzuhalten, um nicht von Ustinov möglicherweise irgendwann mal böse erwischt zu werden. Und dann, wie Henry Maske es gesagt hat, Konzentration auf die möglicherweise zweite Hälfte des Kampfes. Einzelne linke Führungshände von Kubrat Pulev. Im Moment nicht so gut im Ziel wie schon gesehen in diesem Gefecht, weil Ustinov jetzt in der Beziehung auch ein bisschen vorsichtiger geworden ist. Wenig Boxen bisher von Ustinov. Noch keine klare Aktion in dieser Runde, die auch wieder bisher vom Bulgaren bestimmt wird. Gute Linke. Bisher hat Alexander Ustinov nicht die Mittel, aber er hat diese gewaltige Rechte. Und deswegen ist man gut beraten, sich nicht allzu früh in Sicherheit zu wiegen und zu glauben, man habe das Ganze hier souverän im Griff. Pulev Anfeuerungsrufe hier für den Mann, der zum ersten Mal im Übrigen in Hamburg boxt, Kubrat Pulev, während es für Alexander Ustinov schon der fünfte Auftritt ist. Auch in der Sporthalle Alsterdorf, wo wir heute Abend zu Gast sind, hat er schon einen Boxkampf bestritten, damals im März 2007, ein technischer K.O. in der fünften Runde gegen Alexander Milenko. Gute Kombination von Pulev, diese kurzen Aktionen und dann sofort wieder raus. Das macht er wirklich bisher ganz prima.
Telegrafierte Rechte von Ustinov, noch eine zweite hinterher. Mit links nur geschoben, keine Führhand. Achtung, da ist schon die Glocke. Zum Ende der fünften Runde. Und auch nach der liegt Ustinov klar zurück. Mal sehen, was sein Trainer sagt. Komm, wisch ihm das Gesicht ab. Zur Seite. Hier, trink ein bisschen was. Sascha, hebe deine Händchen. Du schließt sehr nah. Du schießt wieder auf der linken. Nein, fang in der Luft an. Und dann deine rechte, dein rechtes Händchen, bitte, heb es. Hab keine Angst, dass er wegspringt. Wenn du mit der linken gehst, dann schlag sofort mit der rechten zu. Sascha, du musst boxen. Ich verstehe, dass du müde bist. Komm, einen zweiten Atem und dann vorwärts. Sascha, komm. Stell dich höher. Aus einem Coach ist natürlich nicht entgangen, Wladimir Saziran, dass die linke von Ustinov zum Schieben besser geeignet ist als zum Boxen bisher. Und deswegen soll er immer sofort, das ist die Aufforderung seines Trainers, diese Rechte mitnehmen. Aber zunächst mal schluckt er wieder 2-3. Und das schlägt sich natürlich auch im wahrsten Sinne des Wortes auf den Zetteln der drei Punktrichter nieder. Das hofft man jedenfalls, wenn alles hier mit rechten Dingen zugeht. Jetzt die linke mal ein bisschen variabel geschlagen zum Körper. Linke hängt wieder bei Ustinov. Pulevs rechte lauert oben auch zur Deckung. Und dann kommt die linke, dann sofort wieder die Distanz nach hinten verlängert. Er hat das bisher wirklich gut gemacht. Die taktische Vorgabe seines Trainers umgesetzt. Hat Ustinov zum Arbeiten gebracht. Er hat Schwierigkeiten, eigene Treffer zu landen. 2-3 Mal ist ihm das gelungen. Dann war es auch nicht ungefährlich. Aber der klar bessere Mann, der häufiger treffende Mann und der häufiger schlagende Mann, der besser ausgebildete Mann, das ist Kubrapov. Kleine Auszeit jetzt von Kubrapulev, der sich natürlich auch die Kräfte einteilen muss für diese 12 Runden. Und wie schon erwähnt, will man sich natürlich auch darauf konzentrieren, in der zweiten Hälfte des Gefechts, wenn man vermutet, dass der schwerere und mehr Kraft und Luft verbrauchende Alexander the Great Ustinov mit seinen 2,02 Meter dann weniger Luft zur Verfügung hat, weniger Kraft. Ermahnung von Phil Edwards. An beide. Nicht halten, boxen. Nach wie vor hat Ustinov Schwierigkeiten, den Anweisungen seines Trainers Taten folgen zu lassen, die Rechte immer gleich mitzunehmen. Viel zu oft schlägt da die Linke von Pulev ein und er muss sie oben behalten, auch zur Deckung, seine Rechte. Ob die Hose noch soll. Referee, the short. Yes, the short. Yes. Kuba, immer wieder rechts rumgehen. Ja, die linke gerade ist gut, aber wechseln. Wenn du mal ein Mann bist, Kuba, richtig von der Seite.
Aber die Deckung bleibt oben. Hier oben bleiben deine Hände zum Sperren. Und wieder zwei schöne linke Hände von Kubrat Pulev. Und sein Trainer ist einigermaßen aufgeregt, hat den Ringrichter eben angesprochen. The Short, er meint die Shorts, er meint die Hose. Die Trunks, die höher gezogen sind, die Hosenbeine bei Ustinov. Wie man das oft bei großen Leuten sieht, erinnern Sie sich noch an Nikolai Valujev? Der hatte die auch immer knapp unter den Brustwarzen. Also das scheint bei diesen langen Leuten offensichtlich auch Methode zu sein. Verhindert natürlich, dass gewisse Körpertreffer, zu denen Kubrat Pulev sicherlich kommen könnte, wenn die Hose ein bisschen niedriger säße, dann zur Geltung kommen müssen können, weil es eben dann unter der Gürtellinie ist. Er ist wirklich sehr hoch, auf jeden Fall weit über dem Bauchnabel. Ringlichter Phil Edwards lässt alles weiterlaufen. Schöner erster Angriff von Pulev, das ist auch wichtig. Nicht abwarten, was der andere macht. Sich nicht bedrängen lassen, zurückdrängen lassen, sondern den Vorwärtsdrang sofort stoppen mit einer eigenen Aktion. Da muss er jetzt weg. Das macht er gut und geschickt auch natürlich. Mit ein bisschen Festhalten, Rauswinden, Trennkommando provozierend vom Ringrichter. Mit seiner ganzen Erfahrung, die er im Ring mittlerweile hat, Kubrat Pulev. Der 31-Jährige im besten Schwergewichtsalter. Oh, nachgeschlagen nach dem Trennkommando und nicht ganz so böse, wie es hier von einigen Fans bemerkt wird mit dem Protestrufen. Jetzt hat sie also begonnen, die zweite Hälfte des Kampfes, in der man vermutet, dass Pulev Vorteile haben könnte. Auf unserem Zettel hat der Russe noch nicht eine einzige Runde gewonnen. Wir haben sie alle an Kubrat Pulev gegeben. Ich weiß nicht, ob das in der Eindeutigkeit auch bei den drei Punktrichtern so sein wird. Bei Beat Hausermann aus der Schweiz, Manuel Palomo von Palma de Mallorca und Leszek Jankowiak aus Polen. Aber es sollten auf jeden Fall klare Punktvorteile für den Europameister Pulev sein, der auf dem Weg ist, sich den Weltranglistenplatz Nummer 1 der IBF zu erboxen. Im Moment steht er ja auf 3, 1 und 2 sind unbesetzt. Oh, rechte von Ustinov, Achtung, und er ist angeschlagen. Er ist angeschlagen, Pulev. Das ist das, was ich Ihnen gesagt habe. Man muss jede Sekunde, jede Millisekunde aufpassen, um nicht in einen solchen Kracher hineinzulaufen. Hat sich offensichtlich wieder gefangen, Pulev, und setzt noch Akzente hinten raus. Das ist stark. Gute Nehmerfähigkeit und noch was mitgenommen aus dieser Runde durch Kubrat Pulev. Das Publikum tobt und ist begeistert. Nicht leichtsinnig. Ja. Tief atmen. Kubrat immer wieder links, links und dann rechts. Ja. Oder links und dann links, rechts. Die sind gut. Ja. Immer wieder erst über links kommen. Ja. Und die rechte gerade rein. Gerade. Ja. Ja, die waren gut, super. Unten, da, ja. Guck mal da. Alles gut, ja. Mhm. Immer wieder rechts weggehen, wenn er kommt. Einfach rechts weg. Du gehst immer rechts, rechts weg. Tief haben. Ja. Aber die Deckung bleibt oben, guck mal. Die Deckung bleibt oben. Ja. Gerade links anfangen. Ja. Zweimal links und dann kommt die rechte. Ah, das vorletzte Ding hier, das hat wehgetan, aber dann ist er ja nochmal zurückgekommen. Das haben wir hier auch gesehen. Und zwei ganz wesentliche Dinge sind auch nochmal in der Ecke angesprochen worden. Immer mit der linken anfangen, links beginnen, mit links das vorbereiten und immer rechts rausgehen, ist ihm dann nochmal gesagt worden, um nicht in die Schlaghand reinzulaufen. Das ist das Problem, das wir Ihnen auch schon angedeutet hatten, dass Kubrat Pulev den Weg links herum bevorzugt und jetzt wackelt er. Jetzt hat er sich eine richtige Rechte eingefangen. Sieht aber trotzdem noch frisch aus, muss aufpassen jetzt.
Wenn so ein Schlag mit der rechten von Ustinov, mal mit der ganzen Zielgenauigkeit, einschlägt und mit der ganzen Kraft, dann könnte es problematisch werden. Band hat sich gelöst, das Tape, das könnte Verletzungen geben beim Schlag, könnte durchs Auge witschen. Und deswegen muss das da natürlich abgeschnitten werden. Alles in Ordnung, kann weitergehen. Zeit läuft wieder. Rechts weg, kommt dann noch mal die Ermahnung. Er muss rechts rausgehen. Nur noch mal, damit Sie es vor Augen haben, die rechte Schlaghand von Ustinov. Wenn Pulev vor dem Gegner steht und rechts rum rausgeht, läuft er nicht Gefahr, in dieselbe hineinzugeraten. Die ersten 6 Runden waren souveräner bei Pulev. Und das, was man sich eigentlich ausgerechnet hat, dass man in der zweiten Hälfte des Gefechts Vorteile haben würde, hat sich bisher nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, es hat 2, 3 gefährliche Treffer von Ustinov gegeben. Und vielleicht spürt das Publikum das jetzt. Seine Familie, seine Freunde, sein Bruder Tevel ist auch hier. Olympia-Medaillengewinner, Bronze in London jetzt gerade geholt. Eine Boxfamilie, auch sein Vater war bulgarischer Meister im Schwergewicht. Konditionelle Nachteile kann ich bisher bei Alexander Ustinov nicht feststellen. Jetzt geht es noch mal in die neutrale Ecke, weil da das Band sich völlig gelöst hat. Das Tape muss da noch mal entfernt werden. Und jetzt wird auch noch mal Neues drüber gemacht. Cut unter dem Auge von Alexander Ustinov, hier deutlich zu sehen. Sein Trainer hat viel Arbeit. Jetzt hier Wladimir Saziran. Und wir hoffen, dass das jetzt etwas länger hält. Gute 20 Sekunden noch in dieser 8. Runde. Dann sind 2/3 dieser Auseinandersetzung vorbei, die Kubrat Pulev in den ersten 6 Runden ganz klar bestimmt und dominiert hat. Dann hat er 2-mal leichte Schwierigkeiten bekommen in den letzten beiden Runden. Muss er? Diese Frage geht an Henry Maske. Besser aufpassen. Also ich glaube, er hat größere Schwierigkeiten bekommen in der vorletzten Runde. Da war eine schöne Aktion von Ustinov. Das sieht alles immer so ein bisschen steif aus, ein bisschen behende. Aber jetzt kommt noch eine nach und das war ein schöner Treffer. Da muss Pulev aufpassen. Hier sieht man aber auch die Erfahrung von Pulev. Er wird nicht nervös und kommt relativ schnell auch wieder zurück. Kommt wieder zu Sinnen und bringt die Antwort, die natürlich eines bringt, Überzeugung, ey, ich bin wieder da und das war für mich nicht die Gefahr. Die Situation noch mal aus der 8. Runde, wird er auch wieder klar getroffen, aber hier meiner Meinung nach nicht mehr so deutlich. Die Erwartungshaltung war eine andere, es war nicht überraschend, aber insgesamt muss er deutlich aufpassen. Ustinov wird hier nicht der Mann sein, der in den letzten Runden auf einmal konditionell abbaut. Das deckt sich komplett auch mit unserem Eindruck hier. Wenn Sie darauf gebaut haben, Otto Ramin und sein Schützling Kubrat Pulev, dann sehen Sie sich bisher getäuscht. Was die Stamina, wie die Amerikaner sagen, was die Kondition anbelangt, scheint es so zu sein, als ob das noch weitergehen könnte bei Ustinov. Als ob das kein Problem sein könnte. Und jetzt gibt es da Probleme mit dem Handschuh von Pulev. Auch hier hat sich das Tape gelöst. Hinter uns steht der russische Coach, direkt am unserem Kommentatorenplatz und ruft da was rein, weil sein Boxer hier in der neutralen Ecke direkt vor uns warten musste. Gibt es noch mal neue taktische Anweisungen. Also konditionell kann ich bisher wirklich keine Mängel erkennen bei Alexander Ustinov, der einen Abschluss in Rechtswissenschaft hat an der Universität in Minsk erworben.
der noch nicht genau weiß, was er damit nach seiner Karriere anfangen will, die möglichst ja bis zum Weltmeistertitel führen soll. Ermahnung von Ringrichter Phil Edwards, besser auf seine Kommandos zu achten, nicht zu klammern, nicht zu halten. Pulev versucht zur alten Linie zurückzufinden, zur Linie der ersten sechs Runden. Er muss jetzt weg da aus der Ecke und macht das in diesem Fall auch richtig, windet sich rechts herum raus. Ustinov hat sich aber jetzt besser eingestellt auf diese linken Hände. Und in dem Moment, wo ich das sage, schlägt es mal wieder ein bei ihm. Mal wieder eine gute Aktion von Kubrat Pulev. Auf die hat er uns alle ein bisschen warten lassen hier gegen Ustinov. Der Mann, der im Stall von Otto Ramin als der absolute Spaßvogel und Scherzkeks gilt, hat immer gute Laune, hat immer einen Spruch auf den Lippen. Und als sie sich beim Wiegen gegenüberstanden und es diesen Stare-Out gab, wo man sich gegenseitig möglichst finster ins Auge blickt und Ustinov seine gewaltige Brust aufpumpte von 138 Kilogramm, da ging er dann anschließend von der Wiegebühne herunter, Kubrat Pulev, und bezeichnete sich selbst im Vergleich zu Ustinov als Klavierspieler. Das Tasteninstrument des Boxens hat er auf jeden Fall bisher besser gespielt als sein Gegenüber. Aber der hat ein paar mächtige Bassklänge eingeführt in Runde 7 und 8. Also, man muss aufpassen. So eine rechte zum Beispiel. Wenn die das Ziel erwischt, dann gute Nacht, Marie. Gute Kombination. 1-2. Neunte Runde ist deutlich besser wieder von Kubrat Pulev und sollte wieder beim Bulgaren liegen. Der jetzt die letzten Sekunden versucht hier irgendwie noch zu überstehen. Sieht nicht schlecht aus für Kubrat Pulev. Sascha, du wartest. Du willst ihn mit einem Punch einfach schlagen. Nein, wir haben noch Zeit, verstehst du? Wir haben noch Zeit. Wir müssen jetzt arbeiten. Sascha, drei Runden noch. Die 10., 11. und 12. Sascha, es gibt keine drei Runden. Nein, nur noch eine Runde. Komm. Nimm dich zusammen und raufe. Du wartest auf einen Lucky Punch. Nein, warte nicht. Warte nicht auf diesen Schlag. Nein, du musst einfach mit den Händen arbeiten. Einfach schlagen, du musst dich raufen. Sascha, einfach so. Sascha, komm. Ich glaube, was sein Coach gemeint hat, als er sagte, es gibt keine drei Runden mehr, es gibt nur diese eine Runde, war, dass auch die drei Runden, wenn sie denn bei Ustinov landen sollten und er der Bessere in diesen drei Durchgängen sein sollte, das zu einem Punkterfolg auf keinen Fall mehr reichen wird, weil der Vorsprung von Kubrat Pulev zu groß ist. Also, er muss alle Konzentration darauf legen, seinen Widersacher auszunocken. Das ist die einzige Chance, auch aus unserer Sicht, die Alexander Ustinov nach dem bisherigen Verlauf des Kampfes noch verbleibt. Eine Chance allerdings, die natürlich jederzeit drin ist. Gucken Sie sich den Mann an. 138,7 Kilogramm gegen 113,1 bei Pulev. Die Rechte nur angedeutet, nicht durchgezogen. Pulev ist auf schnellen Beinen unterwegs. Zwei auf die Kamera. Auch jetzt noch für einen kleinen Scherz zu haben. Kamera einmal abgewischt, habe ich gerade eben aus dem Augenwinkel gesehen, und noch funktionsfähig. Wäre sonst auch teuer geworden für Kubrat Pulev.
Gute Links-Rechts-Kombination. Genauso etwas will man sehen vom Bulgaren, der jetzt versucht, mit sparsamen Einzelaktionen hier über die Punkte seinen Vorsprung weiter auszubauen. Wir hatten ein bisschen auf diese 12 Runden spekuliert und Ihnen das auch angekündigt, meine Damen und Herren. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, das kann natürlich auch jederzeit bei der Schlaggewalt hier im Schwergewicht ganz anders sein. Aber es hat auf jeden Fall schon mal eine längere Distanz gegeben. Und es hat sich auch bewahrheitet, was wir im Verlauf der Karriere bei Ustinov festgestellt haben. Wenn er gegen hochklassige Konkurrenz geboxt hat, gegen Vidors, gegen Barrett, gegen Dennis Bakhtov, dann ist es bei ihm immer über die gesamte Distanz gegangen. Wenn allerdings bisher auch immer erfolgreich. Heute liegt er zurück. Zeit muss nochmal angehalten werden. Schon wieder was mit dem Handschuh. Alles jetzt aber langsam ein bisschen ärgerlich. Getting it right, sagt er jetzt. Phil Edwards, mach's jetzt mal richtig hier. Verklebt das Ding mal so, dass wir hier nicht jede Runde eine kleine Pause haben. Pulev deutet an, was ist denn jetzt? Verschafft natürlich beiden Boxern, könnte man sagen, wieder ein bisschen Luft. Dauert ja fast so lange hier wie die Minute Seconds Out, wie die Ringpause. Sekunden noch in der 10., in der Pulev der bessere Mann gewesen ist, wie insgesamt in diesem Gefecht. Und dann noch zwei Runden, in denen es heißt, aufgemerkt und aufgepasst. Jetzt setzt er nach, Pulev. Deutliche Treffer, aber nicht hart genug. Das ist ja der Vorwurf, der ihm gelegentlich gemacht wird, dass er für das Schwergewicht vielleicht nicht genügend Power habe. Sie möchte natürlich gerne eine bessere K.O.-Quote noch haben als die 50-prozentige bisher. Aber wenn er heute gewinnt, dann sollte man auch sehr, sehr zufrieden sein. Nochmal. Kubrat. Wenn er will, immer weg auf dem Bein. Und rein, und dann als Erster. Dann musst du als Erster schlagen, bevor er schlägt. Deine Linke. Zweimal Linke und dann eine Rechte. Und die Rechte durch die Mitte, Kubrat. Erst durch die Mitte. Ja, die Rechte, aber gerade durch die Mitte. Da kommt der Kuss der Kamera. Hört sich so einfach an, finden Sie nicht auch? Wenn der Trainer zu einem dann in der Pause sagt, wenn der kommt, dann gehst du weg. Und dann fängst du an, zweimal die linke, einmal die rechte. Das kann man sich merken. Aber das ist natürlich auch schwer zu realisieren dann. Vor allen Dingen, wenn einem ein so gewaltiger Brocken wie Alexander the Great Ustinov gegenübersteht. Kubrat Pulev ist ja nun auch nicht gerade ein schmales Handtuch mit seinen 113 Kilo. Können Sie sich vorstellen, dass der seinen ersten Meistertitel als Amateur im Halbfliegengewicht gewonnen hat? In der Klasse bis 48 Kilogramm? Eigentlich kaum zu glauben. Aber im Verlaufe der Zeit und der Jahre werden wir alle schwerer, davon weiß auch ich ein Lied zu singen. Ustinov am Boden, muss Zeit nehmen, wird angezählt. Wird doch noch was mit dem TKO-Erfolg, vielleicht sogar mit dem KO-Erfolg. Kommt doch aus. Ausgezählt. Bin es du,
Es ist doch noch der K.O. geworden. Als solcher müsste er eigentlich zählen, weil der Ringrichter gesagt hat, es geht nicht weiter. Ich glaube, Ustinov hätte es noch mal probiert. Aber an dem deutlichen Vorsprung von Kubrat Pulev, dem deutlichen Sieger dieses Kampfes, hat es ohnehin nichts zu deuteln gegeben. Hier noch mal die entscheidende Aktion. Sah gar nicht so gefährlich aus. Aufs Ohr. Offensichtlich der Gleichgewichtssinn gestört. Da ist einiges auf jeden Fall in Unordnung geraten. Er muss mit dem Knie auf dem Boden. Deutet damit an, dass er gezählt werden muss. Und er hat diese schwierige Aufgabe, gegen einen körperlich stark überlegenen Mann in souveräner Manier gelöst. Er bleibt Europameister und ist die neue Nummer 1 der IBF und damit momentan zumindest theoretisch der Herausforderer für Wladimir Klitschko. Der ehemalige Kickboxer, sein boxerisches Vermögen, das von Alexander Ustinov, hat in diesem Kampf heute nicht ausgereicht, um diesen erfahrenen Ringfuchs Kubrat Pulev zu bezwingen. Die Kobra hat zugebissen. Das wird auch seine Freundin Andrea Theodora beglücken. Für die die Aufregung am Ring immer zu viel ist. Sehr bekannte bulgarische Balkan-Pop-Sängerin in der Heimat, wo die beiden ein echtes Promi-Pärchen sind. Und er fährt mit seiner ersten Niederlage wieder zurück nach Minsk. Kubrat Pulev möchte gerne Wasser. Das hat er sich verdient. Nach diesen 11 Runden sein Bruder mit dem Ring, der Bronzemedaillengewinner von London. Ich hatte es Ihnen gesagt. Bulgaria, Deutschland. Ja, Bulgaria, Deutschland. Das sind seine zwei Stationen. Vorbereitung in Sofia, Grundlagentraining dort bei Mikhail Takov. Und dann der Feinschliff bei Otto Ramin, 6 Wochen vor dem Kampf immer in Berlin, wo er im Übrigen im Hotel Kubrat wohnt, das genauso heißt wie er. Kleiner Smalltalk noch zwischen den beiden. Kubrat Pulev, der sehr gut Deutsch gelernt hat schon und auch das Englische einigermaßen beherrscht, versucht auch auf dem Gebiet Fortschritte zu machen, um sich international und dem deutschen Publikum eben auch besser zu präsentieren. Was wir boxerisch von ihm heute gesehen haben, war aller Ehren wert. Das Urteil jetzt im Ring mit Roman Röll. Meine Damen und Herren, hier kommt das offizielle Urteil. Der Kampf endet nach 1 Minute 28 Sekunden in Runde 11 mit einem K.O.-Sieg des Europameisters und IBF Champions, still European Champion and IBF Intercontinental Champion, Kubrat Pulev. Starker Vortrag hier von Kubrat Pulev. Das ist der Europameisterschaftsgürtel umgeschnallt. Hier ein Fan mit der bulgarischen Fahne von Enza.